So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Bevor wir mit dem Inhaltlichen beginnen, möchte ich noch mal ganz kurz etwas sagen. Sie haben vielleicht gesehen oder hoffentlich gesehen, dass ich gestern 3 E-Mails herumgeschickt habe per Moodle. Eine E-Mail mit der Ankündigung, dass die Ergebnisse der ersten Umfrage jetzt verfügbar sind als PDF in Moodle. Weitere Umfragen werden folgen. Eine zweite E-Mail hatte ich dazu geschickt, dass Sie mit einer Art Gebrauchsanweisung, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie Sie mit den verschiedenen Quellen, die Ihnen hier zur Verfügung stehen, umgehen sollten auf eigene Verantwortung mit der Vorlesung oder der Vorlesungsaufzeichnung, mit den Kurzvideos, mit dem Wiki und so weiter und so fort, dass Sie davon möglichst effektiven Gebrauch machen können auf eigene Verantwortung. Und ich hatte auch in dieser zweiten E-Mail dazu geschrieben, wie die Korrespondenz ist zwischen den einzelnen Bestandteilen der Vorlesung und auch auf der anderen Seite dem Übungsbetrieb, den Testaten bzw. den einzelnen Klausuraufgaben. Ich hatte das kurz angesprochen da drin. Ich werde jetzt, die Klausur ist schon weitgehend fertig, noch nicht ganz fertig. Ich werde dann, wie jedes Jahr, die Klausur für Sie online stellen, so wie sie fertig ist. Allerdings natürlich mit ein paar wesentlichen Dingen, die ich da auslasse, also die konkreten Details der Aufgabe, sodass Sie sich aber an diesem Klausurblatt orientieren können, was Sie erwartet, was Sie inhaltlich erwartet, beziehungsweise wie dann das Klausurblatt eigentlich aussehen wird, sodass Sie sich nicht erst am Tag der Klausur orientieren müssen, was Sie da eigentlich mit diesem Klausurblatt anzufangen haben. Eine dritte E-Mail hatte ich geschickt. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal begonnen, damit einen Thread aufzumachen im Forum, ob es Probleme gibt bezüglich der Arbeitszeit, die Sie in die AOD hineinstecken müssen. Also es geht nicht um Terminkonflikte. Terminkonflikte sollten weiterhin bilateral außerhalb der Öffentlichkeit natürlich geregelt werden, sondern es geht um die Arbeitszeit. Und ich hatte Ihnen das erste initiale Posting in diesem Thread hineingeschrieben, was ich auch letztes Jahr hineingeschrieben hatte. Aus den Credit Point Systemen ergibt sich, 10 Credit Points hat die AOD, das heißt, ungefähr 13 Stunden ist so die Richtmarke, ist so die Hausnummer. Wenn Sie deutlich mehr als das für die AOD jede Woche im Durchschnitt aufwenden, klar gibt es mal eine Woche mehr, eine Woche weniger zu tun, aber wenn Sie im Durchschnitt deutlich mehr als 13 Stunden pro Woche aufwenden, all inclusive, also auch Vorlesungsbesuch, Testatsbesuch und so weiter, dann ist das etwas, worüber wir etwas erfahren möchten. So, ein paar Punkte noch aus der Umfrage, die ich hier mündlich kurz sagen wollte, weil es ja wahrscheinlich eher die Leute betrifft, die hier sind. Es ging ja um die Vorlesung. Also zunächst mal gab es einen Kommentar, Laptops wären verboten. Also zumindest die Leute da hinten scheinen davon noch nichts gehört zu haben, dass Laptops hier im Audimax in der Vorlesung verboten sind, nicht? Was ich gesagt habe und was offensichtlich bei den meisten auch richtig angekommen ist, wenn ich das mal hier so sehe, ist, bitte keine Laptops hier im unteren Parkett, nur im Hochparkett bitte, damit hier sich Leute sammeln können, die unabgelenkt von irgendwelchen elektronischen Sachen dann sich voll und ganz auf die Vorlesung konzentrieren können. Es gab dann noch eine Nachfrage, Tablets erlaubt und so weiter. Also es geht darum, dass niemand hier gestört wird dadurch, dass er da laufend vor sich rechts, links, geradeaus irgendwelche flackernden Bildschirme hat. Das ist das Ziel. Ein zweiter Punkt ist, es war glaube ich ein Kommentar oder waren es zwei, weiß nicht genau, 8.10 Uhr Beginn wäre verspätet. Das ist so, trifft so, glaube ich, nicht ganz den Sachverhalt. Also die
Die Zeitplanung an der TU Darmstadt ist so, dass es für jede Vorlesung, für jede 90-Minuten-Vorlesung ein 100-Minuten-Intervall gibt. Und dann kann der Dozent festlegen, wie er seine 90 Minuten innerhalb dieser 100 Minuten plant, wie er die zeitlich einplant. Das kann sein, möglichst früh beginnt, am Anfang dieser 100-Minuten-Phase, möglichst spät beginnend oder vielleicht eine Pause zwischendurch. In den letzten Jahren war es jedes Mal so, dass die weit überwiegende Mehrheit aller Hörer, die in der Vorlesung waren, unbedingt wollte Vorlesungsbeginn erst 8.10 Uhr. Deshalb war ich offensichtlich fälschlich davon ausgegangen, dass das dieses Mal auch wieder der Fall ist. Bin ich jetzt eines Besseren belehrt, Vorlesungsbeginn 8 Uhr statt 8.10 Uhr findet hier die Mehrheit. Ein weiterer Punkt, Beamer flackern. Also ich habe, bis jetzt ist nichts passiert, oder? Ich habe gestern nochmal eine E-Mail an die Multimedia AG abgesetzt. Ich weiß nicht, ob das zu Konsequenzen geführt hat. Bei mir ist jedenfalls nichts angekommen. Mit diesem Laptop habe ich letztes Jahr, exakt mit dem und mit exakt derselben Software drauf, mit denselben Versionen, habe ich letztes Jahr hier die Audi gehalten und es gab nie ein Problem. Null Komma niente. Ich habe auch die austauschbaren Sachen wie Kabel und Adapter habe ich ausgetauscht. Haben Sie ja vielleicht mitbekommen. Probeweise, aber es hat keinen Unterschied gehabt. Wenn man dann dazu noch bedenkt, dass hier immer noch der Zettel liegt, Achtung, zurzeit ist wegen eines Defekts ausschließlich nur der mittlere Beamer benutzbar, dann erscheint es mir doch so, dass das Hauptproblem nicht in meiner Hardware ist, wie gemutmaßt worden ist in den Umfragen, sondern doch eher in dem System. Es gibt ein kleines Problem, ich benutze Mac, andere Leute benutzen andere Plattformen, aber Mac ist ja nun mal nicht so exotisch, dass man sagen würde, das ist logisch, dass das nicht von dem Beamer-System hier unterstützt wird, würde ich mal sagen. Jedenfalls gibt es auch viele andere Dozenten, die Mac benutzen. Es hat übrigens vor kurzem einer der Dozenten unseres Fachbereichs hier im Audimax eine Vorlesung gleich zu Beginn abbrechen müssen wieder und beenden müssen, weil es gar nicht funktioniert hat. Und der hatte keinen Mac, der hat einen Windows-Rechner gehabt. Also irgendwo ist da ein ganz anderer Wurm drin, wo... Bitte? Das war richtig, das war eine andere Problematik. Noch ein Punkt, wie vorherzusehen war, gab es in der Umfrage wieder etliche positive Kommentare dazu, dass für Ruhe gesorgt wird, was mich dazu ermutigt, das auch weiterhin wie in den letzten Jahren zu tun. So, da war eine Wortmeldung irgendwo. Ja, das war ein anderer Grund. Das waren da, dass das Kabel nicht wieder eingestöpselt worden sind. Ja. Gut. So, gibt es noch, bitte? Aha. Also zwischendurch war dieser Zettel mal weg, dass nur der mittlere Beamer funktioniert. Heute Morgen ist er zu meiner eigenen Überraschung wieder da. Jetzt weiß ich nicht. Waren jetzt doch Reparaturmaßnahmen? Bitte? Der Zettel, der ist jetzt wieder da, der war vorher nicht da. Ich weiß es nicht. Aber solange es jetzt nicht flackert, sehe ich jetzt keinen Grund, da noch herum zu experimentieren und würde jetzt, wenn nicht noch irgendwelche organisatorischen Fragen oder Anmerkungen sind, bitte? Okay, wir hatten letztes Mal besprochen, dass ich im Moodle den Stand der Vorlesung immer angebe und was ich gemacht habe, war den Link auf das Posting zu setzen. Das ist nicht okay, dass Sie da einfach noch ein One More Click machen? Ach so, das ist nicht als Link. Das kommt nicht als Link bei Ihnen an. Okay, kann ich machen. Ich mache einfach
mit Copy-Paste, was ja immer wunderbar funktioniert. Mit Copy-Paste werde ich einfach den Text duplizieren in die Moodle-Mail rein. Danke für den Hinweis. Gut, dann würde ich gerne zum Inhaltlichen kommen. Wir sind jetzt bei unserer letzten Methode, die wir uns irgendwie als Form von Live-Coding ansehen. Wie gesagt, es sei denn, es kommen von Ihrer Seite aus noch Anregungen für den Rest der Vorlesung, dass wir uns das eine oder andere in Java vielleicht nochmal ansehen. Ich denke, die Zeit wird dafür ausreichen. So, Sie kennen diese Klassen, wir sind denen schon mehrfach begegnet. Aha, kaum haben wir davon gesprochen, dass das mit dem Flackern aufhört, schon fängt es wieder an. Na, dann gucken wir mal, ob das jetzt nur ein einmaliger Aussetzer war, sonst probiere ich das mal aus, ob das wirklich was bringt, die anderen Beamer zu verwenden. Ja, kaum habe ich davon gesprochen, dann werden wir mal erstmal einen der anderen Beamer hochfahren, mal gucken, was dann passiert. So, diese Klassen kennen Sie. Eine Klasse für Knoten eines Graphen mit den Attributen, die völlig generisch sind und mit einem Array die rausgehenden Kanten. Also und jedes Array hat, warten Sie mal, das hatten wir anders, das hatten wir in der Zwischenzeit schon abgeändert zu einer Head-ID. Jede Kante hat auch potenziell Attribute und die ID, aha, so, das funktioniert schon mal auf Anhieb. Jetzt probieren wir noch den rechten Beamer aus. Und ich denke, es sollte möglich sein, mal kurzfristig hier Stereo oder was ist das, was ist das? Wenn es nicht zwei, sondern drei ist, was ist der Nachfolger von Mono und Stereo? Also Sie wissen, was ich meine. Mal kurz das zu schauen. So, wir haben hier die Knoten, die dann auch entsprechend Node-IDs sind. Ein Int-Array, so hatten wir das in der Zwischenzeit sinnigerweise verändert. Und wir kennen diese Methode eigentlich schon, Traverse. Ja, ich muss jetzt aufpassen, weil geschickterweise aus irgendwelchen Gründen jetzt das Audiosignal dupliziert wird, wenn diese beiden Beamer an sind, aber bei dem ist das nicht der Fall. Warum auch immer. So, dann nehme ich mal den Beamer Mitte weg. So. Jetzt ist auch kein dupliziertes Audiosignal mehr da, nicht? Also ich höre das natürlich nicht so gut wie Sie. Dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Dann müsste ich da noch was draufkritzeln für den nächsten, dass man das ignorieren soll, dass man die anderen beiden nehmen soll. So, das kennen Sie schon von einem Startknoten aus. Alle Knoten, die erreichbar sind von diesem Startknoten aus, über Wege, Kante, 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 Kante. Alle, die zu erreichen und mit denen was zu machen. Und bisher haben Sie so gesehen, wir geben einfach ein Array zurück, in dem drin steht als boolscher Wert, ja, wurde erreicht, nein, wurde nicht erreicht. Hier jetzt eine kleine Variation. Wir haben eine, das kennen Sie aber auch schon, das hatten wir schon mal betrachtet, als es um Listenoperationen ging in dem Foliensatz, dass wir ein Interface haben, Operator, der, hier fehlt das noch, so, der einen Knoten bekommt aus diesem Graphen und der mit dem Knoten irgendwas macht. Egal was. Interessiert uns nicht. Der vielleicht mit den Attributen dieses Knotens irgendwas macht, einfach beispielsweise den Namen, der in den Attributen drin ist, als herausliest und ausdruckt oder irgendwas, ja, die Knoten könnten Städte sein, könnten also den Städtenamen ausdrucken oder irgendwas, oder die Koordinaten in der Ebene rauslesen oder keine Ahnung was, oder den Knoten zeichnet auf Basis, wenn die Koordinaten in dem Knoten als Attribute drinstecken oder was auch immer. So, wie gehen wir da vor?
Wir haben wieder eine Queue, in der wir die aktuelle Frontlinie im Graphen haben, die eben in jedem Durchlauf um einen Knoten an einer Stelle erweitert wird. Das heißt, ein Knoten wird aus der Frontlinie rausgenommen und die Knoten, die bisher noch nicht gesehen worden sind und die von diesem Knoten aus erreichbar sind, die kommen in die Frontlinie hinein. Wir fangen an mit dem Startknoten, wenden auf den die Operation natürlich auch an und wir brauchen weiterhin, auch wenn wir den nicht mehr zurückliefern, als Ergebnis der Methode brauchen wir weiterhin dieses Visited, weil wir jeden Knoten genau einmal, auf jeden Knoten wollen wir genau einmal dieses Operate anwenden, nicht mehrfach, und dafür wollen wir eben dafür sorgen, dann, wenn er zum ersten Mal besucht worden ist, soll es angewandt werden und danach soll durch Visited True angezeigt werden, dass es nicht nochmal von diesem Knoten aus weitergehen soll und auch dieser Knoten, nicht, auf den noch nicht nochmal Operate angewandt werden soll. So, das kennen Sie. Sie sollten sich das auch nochmal ansehen. Wir holen uns einen Knoten raus aus der Queue, gucken uns die Nachfolger an. Jeder Nachfolger, der noch nicht gesehen worden ist, der wird jetzt als gesehen angezeigt und wir wenden Operate darauf an. So. Danke. Da in der eckigen Klammern, vielen Dank. So. Bitte? Sprechen Sie zu mir oder zu Ihrem Nachbarn? Also weder noch. Okay. So. Komplexität. Was ist die Komplexität? Was ist der schlimmste Fall, der hier eintreten kann? Ja? Das ist das, was wir auch beim letzten Mal in jedem Fall gemacht haben. In fast jedem Fall bei Fibonacci war das Situation ein bisschen einfacher, aber in allen anderen Fällen haben wir uns angeguckt, was ist der schlimmste Fall, der auftreten kann, wie können wir den beschreiben, was kann uns am schrecklichsten passieren in puncto Laufzeit und auf der anderen Seite, was ist das Beste, wo wir die geringste Laufzeit, die geringste Komplexität haben. Ja, bei Fibonacci war Worst Case gleich Best Case, gleich Any Case, aber sonst müssen wir das unterscheiden. Und wir machen hier wieder N die Knotenzahl und M die Kantenzahl des Graphen. Na. Ja, es macht immer Sinn, das haben Sie ja beim letzten Mal gesehen, den einzelnen Parametern, in denen man die Komplexität ausdrücken will, einfach mathematische Kürzel, die üblichen Formen M und N, typisch für natürliche Zahlen, die nicht einfach Laufindizes sein sollen, sondern wirklich etwas aussagen sollen. Es ist die Konvention, dass man die Knotenzahl mit N und die Kantenzahl mit M benennt. Das finden Sie typischerweise auch in den Lehrbüchern genauso herum, egal ob jetzt in der Informatik oder in der Mathematik. Hat sich so eingebürgert, obwohl man eigentlich denken würde, naja, die Knotenzahl als erstes sollte der erste Buchstabe im Alphabet sein, das M, und die Kantenzahl als nächstes, hat sich aber, wie gesagt, so eingebürgert. So, wir hatten beim Comparator noch gesehen, als wir Methoden mit Comparator hatten, dass wir da noch die Komplexität des Comparators mit einbeziehen müssen in die gesamte Komplexitätsbetrachtung. Und sei mit maximaler oder minimaler Komplexität, hier werden wir gleich sehen, brauchen wir nur die maximale Komplexität. Die maximale Komplexität von op.operate. So. Das sollte aber vielleicht sein vor dem Worst Case, weil es sich auf beides bezieht, Worst Case und Best Case. So, was brauchen wir denn? Was ist der schlimmste Fall? Den haben wir noch gar nicht geklärt. Wenn wir alle Knoten erreichen vom Startknoten aus, ist das doch offensichtlich der schlimmste Fall. Nicht?
Wenn Sie jetzt hier von Darmstadt-Kantplatz aus in einem Graphen, der das gesamte Straßennetzwerk bis Singapur und Kapstadt enthält, wenn Sie dann auch bis Singapur und Kapstadt alles inklusive erreichen, durchlaufen müssen, dann ist das sicherlich das Schlimmste, was Ihnen passieren kann in puncto Komplexität. So, wir haben N und M. Fangen wir erstmal damit an. Das klingt doch oder sieht doch erstmal plausibel aus. N plus M. Aber da müssen wir natürlich noch die Komplexität von dem Operate hineinbringen. Also jede Knoten gehen wir einmal im Prinzip durch, dass wir ihn aus der Queue herausholen und verarzten. Und jede Kante gehen wir einmal durch, nämlich genau dann, wenn wir den Startknoten dieser Kante aus der Queue rausgeholt haben und dann diese aus ihm rausgehenden Kanten alle verarzten. So, deshalb N und M jeweils. Die Frage ist jetzt, wo kommt das Cmax hinein? Naja, gucken wir nochmal hin. Es gab eine Anregung in der Umfrage, ich soll doch beides gleichzeitig auflegen, den Code auf dem und dann die Analyse da drunten, sodass man beides gleichzeitig sehen kann, hätte ich gerne gemacht, beziehungsweise ab heute könnte man das sogar machen. Wenn ich den einen Beamer freeze, sollte das doch. So, jetzt geht's wieder, denn wir haben jetzt mehrere Beamer. Oder ist was passiert? Jetzt kann ich nur im Code weiterschreiben. Das heißt, um an dem anderen weiterzuschreiben, müsste ich das Freeze auflösen. Haben Sie genau recht, ich habe das Verkehrte gefreezed und muss jetzt hier weiterschreiben. So, also, wo ist das Cmax? Das wenden wir einmal pro Knoten, wenden wir das Ganze an. Das heißt, wir müssen das hier hinschreiben. Und wir hatten das letzte Mal schon gesagt, es kann sein, dass der Worst Case gar nicht, im Worst Case gar nicht möglich ist, dass auf jeden einzelnen Knoten Cmax, dass die Operate-Funktion bei jedem einzelnen Knoten Cmax Aufwand kostet. Deshalb müssen wir uns hier mit O von dem begnügen. Hier beim Best Case sollte ich noch dazu schreiben, also wenn alle Knoten erreichbar sind. Und daraus folgt das. So, Best Case, da können wir aber tatsächlich genau abschätzen, das ist sogar recht einfach. Was ist der Best Case, wenn kein Knoten von Start-ID aus erreichbar ist. Was haben wir dann? Ja, gucken wir hin, was passiert da. Problem ist natürlich, wenn ich das einfriere, dass ich dann auch da nicht mit dem Mauszeiger rumhantieren kann. Brauchen wir es in dem Moment aber nicht. Aber gerade nicht. In dem Fall passiert das da vorne alles, dass die Queue eingerichtet wird und der Startknoten verarztet wird. Und er geht einmal durch, aber es passiert nichts. Denn die Nachfolgermenge ist in dem Fall leer. Das Array existiert, ist nicht gleich null, hatten wir ja so geklärt, dass das die Logik sein sollte. Der Verweis auf dieses Nachfolger-Array ist nicht null, sondern ein Array mit null Elementen. Das geht in Java. Wo dann in dem Attribut Length von diesem Array dann eben auch der Wert null steht und kein Platz reserviert ist für irgendwelche Komponenten. So. Und was haben wir in diesem Fall für eine Komplexität? Eine Komplexität, die von N und M nicht abhängt. Die von den Parametern, in denen wir die Komplexität ausdrücken wollen, nicht abhängt. Und die Konvention ist, das hatten wir schon mehrfach, dann
1 hinzuschreiben, also konstant in N und M. Oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Es wird auf den Startnoten zugegriffen. Ach so, Sie haben recht. Danke für den Hinweis. Es wird auf den Startnoten angewandt. Also müssen wir... Ist es dasselbe, was Sie da, die Wortmeldung dort sagen wollte, oder wollten Sie was anderes sagen? Ja, genau. Vielen Dank. Komplexität von Operate. So. Jetzt haben wir es aber, oder? Gut. Dann sind wir, wenn von Ihrer Seite aus nicht noch Fragen, Anmerkungen und so weiter sind, sind wir mit den Live-Codings endgültig durch zur Hälfte des Semesters ungefähr. So, ich hatte ja dann gesagt, dass wir uns dann wieder Foliensätze anschauen. Ich werde da dann teilweise schneller durchgehen oder großenteils schneller durchgehen, als wie es normal vielleicht in einer Vorlesung wäre, denn erstens hatte ich Sie gebeten, das Freeze sollte man da wieder raussetzen. So, erstens hatte ich Sie ja gebeten, sich die Foliensätze anzuschauen und zweitens mal durch die Videos und durch Nabla und so weiter haben Sie ja schon wesentliche Vorkenntnisse, auf denen ich hier aufsetzen kann. Quicksort ist, wie der Name schon sagt, ein recht schneller Algorithmus. Nur mal ganz kurz das Prinzip, das ist in Nabla nicht realisiert, weil es zu einfach ist, also nur ein bestimmter Aspekt davon, nämlich dieses Pivot-Partitioning ist realisiert. Alles andere in Quicksort ist eigentlich irgendwie ziemlich schnell evident, denke ich. Wie läuft das generell ab? Also wir sind noch nicht an der Stelle, wo es ums Pivot-Partitioning geht. Da kommen wir noch gleich hin. Beim Pivot-Partitioning geht es darum, um einen speziellen Fall, nämlich im Array zu sortieren. Ja? Ein Array reinbekommen und innerhalb dieses Arrays die Elemente umzusortieren, sodass sie am Ende in aufsteigender Reihenfolge sortiert sind. Hier geht es jetzt zunächst einmal um den Fall einer manipulierbaren Sequenz, wo Sie Elemente einfügen, löschen können. Ja, also wie eine lineare Liste beispielsweise oder wie eine Array-List. Und da können wir das Ganze in abstrakterer Form betrachten. Da brauchen wir nicht auf diese Ebene mit den Indexverschiebereien wie beim Pivot-Partitioning zu gehen, sondern können das wirklich als abstrakte Sequenzen verstehen, mit denen wir da herumoperieren. Ja? Wir wählen uns ein Element aus, das ist in diesem Fall die 3, und das heißt typischerweise das Pivot-Element oder der Pivot-Wert, sollte ich genauer sagen. Das ist wichtig, wenn wir gleich sehen, es muss kein Element im Array sein, was wir da als Pivot-Wert hernehmen. Und was wir tun, ist schlicht und einfach die Eingabesequenz hier, die wir sortieren wollen, in 3 Sequenzen zu zerlegen. Alles, was kleiner als Pivot-Wert ist, alles, was gleich Pivot-Wert ist und alles, was größer ist. Ich habe hier schon die Sequenzen in der entsprechenden Größe hingezeichnet, aber bei einer Linked List oder Ähnlichem ist es natürlich nicht notwendig, vorher den Platz entsprechend zu reservieren, sondern das sind einfach nur die Platzhalter, wo wir nach und nach mit einer Methode wie Append hinten anhängen an die lineare Liste oder vorne anhängen, ist auch egal. Es kommt gar nicht auf die Reihenfolge an, in der die Elemente jetzt in den 3 Listen landen. So, und jetzt gehen wir einmal durch und packen die Elemente alle schrittweise da rein, wo sie hingehören. So, haben wir jetzt gemacht. Natürlich mit einem einzigen Durchlauf. Analog zu Sachen, die wir im Live-Coding gesehen haben, ganz zu Anfang des Semesters, würde man sowas implementieren wollen. So, jetzt wieder, das hatten wir schon bei Merge-Sort gesehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo aller Erfahrung nach viele Studierende lange, lange Zeit, auch teilweise über die AOD hinaus, Denkschwierigkeiten haben, einfach bei Rekursion den rekursiven Aufruf als eine Blackbox zu sehen. So wie Sie beispielsweise Print, System Out Print oder so etwas als eine Black Box sehen und sich keine großen Gedanken machen, was da drin eigentlich passiert,
kann ich Ihnen nur raten, versuchen Sie sich diese Denkweise anzugewöhnen. Ich rufe Quicksort innerhalb von Quicksort rekursiv auf. Das ist eine Blackbox und ich gehe davon aus, so wie ich bei System Out Print davon ausgehe, dass diese Methode das Richtige macht, gehe ich auch bei diesem rekursiven Aufruf von Quicksort davon aus, der macht das Richtige. Vollständige Induktion letztendlich, denn wir haben hier eine kleinere Sequenz, also die Länge der Sequenz ist der Induktionsparameter. Das ist das, was letztendlich hinter dieser Denkweise steht, den rekursiven Aufruf als Blackbox zu sehen. So, wir wenden hier Quicksort an und gehen blindlings davon aus, dass dieser rekursive Aufruf diese Teilsequenz sortiert. Wir wenden Quicksort auf die dritte Sequenz an, die zweite natürlich nicht. Es ist witzlos, eine Sequenz, wo alle Elemente identisch sind, zu sortieren. So. Und was müssen wir jetzt noch machen? Naja, was ist die Situation? Wir haben sämtliche Elemente, haben wir in diesen drei Arrays jeweils genau einmal. Diese Zielsetzung von einem Sortieralgorithmus ist schon gegeben. Wir wollen ja, was heißt Sortieralgorithmus? Was heißt sortieren? Das heißt, es sollen exakt dieselben Elemente in derselben Vielzahl, wenn wir Duplikate zulassen, exakt dieselben Elemente sollen im Ergebnis sein. Und zweitens, sie sollen aufsteigend sortiert sein. Dieser erste Punkt, dass die Elemente alle genau dieselben Elemente sind in den drei Listen wieder oben, dieser offensichtliche Punkt ist gegeben. Und der, wenn wir jetzt die Elemente, was wir noch, wie Sie wissen, tun müssen, ist, das zu konkatenieren, die drei Sequenzen. Warum ist das sortiert am Ende? Ja gut, in dem Beispiel ist es offensichtlich. Warum ist es immer so? Argument. Wie argumentieren wir da? Das finden Sie auch im Wiki so argumentiert oder beziehungsweise auch überall in Lehrbüchern, die sich die Mühe machen, tatsächlich die Korrektheit zu begründen. Wir nehmen uns zwei verschiedene Elemente her. Wir haben zu zeigen, vielleicht zwei aufeinanderfolgende Elemente. Wir haben zu zeigen, zwei beliebige aufeinanderfolgende Elemente sind in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, sind entweder identisch oder aufsteigend. So, wenn die zwei Elemente in der ersten Sequenz sind, ergibt sich das daraus, dass Quicksort rekursiv korrekt funktioniert, dass die Blackbox korrekt funktioniert. Induktionsvoraussetzung angewandt. Wenn die zwei Elemente hier drin sind, ergibt sich das völlig spiegelsymmetrisch genauso daraus, dass wir davon ausgehen, als Induktionsvoraussetzung Quicksort auf einer Sequenz mit nur drei Elementen, mit weniger als diesen acht Elementen hier, liefert das korrekte Ergebnis. Hier drin wird es ja noch trivialer, nicht? Falls man trivial steigern darf. Ich glaube nicht, oder? Also heutzutage, ich weiß nicht, ob es in Duden steht, aber heutzutage ist es doch normal, alle möglichen Sachen zu steigern, wo Ihr Deutschlehrer oder Ihr Deutschlehrerin gesagt hat, das geht auf keinen Fall, nicht? Am minimalsten oder solche Sachen. So, aber am rötesten, glaube ich, habe ich noch nicht gehört. Also es gibt noch einige Adjektive, die sich der Steigerung widersetzen. Und hier von 2 auf 3, beziehungsweise auf 3 und 4, das ist der letzte Fall, das ergibt, an dieser Stelle geht ein, wie wir die drei Sequenzen konstruiert haben, nämlich hier alles kleiner als hier, hier alles kleiner als hier. Und damit ist durch diese Fallunterscheidung, was passiert innerhalb dieser Sequenz, was passiert innerhalb dieser Sequenz, was passiert zwischen zwei Sequenzen, die Aussage verifiziert, dass je zwei aufeinanderfolgende Elemente in der richtigen Reihenfolge sind. Komplexität. Ja, erstmal trüb. Erstmal trüb. Denn wenn Sie sich mal vorstellen, gehen wir mal ganz zurück, wenn Sie sich vorstellen, ich hätte hier als Pivotwert beispielsweise die 1 verwendet. Was wäre das Ergebnis, wenn ich als Pivotwert die 1 verwendet hätte? Dann wäre alles, die erste Sequenz wäre leer, es gibt ja nichts Kleineres als die 1, die zweite Sequenz hätte die 1 zweimal und die dritte Sequenz hätte alles andere. Oder umgekehrt, ich hätte die 6 als Pivotwert verwendet, dann hätte die erste Sequenz alles andere, die zweite Sequenz hätte einmal die 6
und die dritte Sequenz wäre leer. Das heißt also im schlimmsten Fall, das ist offensichtlich der schlimmste Fall, nicht? Im schlimmsten Fall nimmt in jeder Rekursionsstufe die Größe der Sequenz nur um 1 ab. Auf der obersten Stufe hat die Länge n, dann Länge n-1, n-2, n-3, n-4 und so weiter und so fort, bis irgendwann mal endgültig Schluss ist bei 1. Und was bedeutet das für die Komplexität? Also im Durchschnitt, auf jeder Rekursionsstufe im Durchschnitt ist die Länge n halbe. Ja, von n nach 1 im Durchschnitt n halbe. Und wie viel Komplexität, wie viel Aufwand haben wir dabei? Naja, so viel in jedem Schritt, so viel. Wie viel wir Elemente haben, denn wir zerlegen ja, so, wir haben jedes Element einmal angefasst. Das heißt, wir haben dann auch im Durchschnitt n halbe viele Operationen. Das heißt, wir laufen auf quadratische Komplexität. Das heißt, dieser Algorithmus, der sich so schamlos Quicksort nennt, spielt im Worst Case in derselben Klasse wie Selection Sort und Bubble Sort. Und wir haben schon festgestellt, dass das eigentlich keine so tolle Klasse ist. Merge Sort ist um Klassen besser. Warum heißt das Ding dann Quicksort? Ja gut, ich meine, es heißen viele Dinge anders als, denken Sie nur daran, dass Schule, das Wort Schule im griechischen Original eigentlich sowas wie Freizeit oder Muße hieß. Da haben die Leute sich dann halt weitergebildet, bevor die Römer dann ein anderes Wort hinzugebracht haben, nämlich das Wort Disziplina. Also nur weil ein Begriff irgendwie so heißt, muss es ja noch lange nicht, was draufsteht, muss ja noch lange nicht drinstecken. Also warum heißt es Quicksort? Weil die Erfahrung ist, dass empirische Erfahrung ist, dass Quicksort tatsächlich in der Realität verdammt schnell ist. Typischerweise schneller als Merge Sort. Wie kann das sein? Das ist dieser Worst Case, ist ja schon mal ein ganz extremer Fall. Also da muss man ja schon die Sequenz so hinbasteln, also da muss man ja schon wirklich böswillig sein, wenn man immer als Pivotwert das Kleinste oder das Größte in der Sequenz hernimmt. Nicht? Also man will mit Absicht einen Worst Case basteln und dann hat man den Worst Case. Aber was ist denn viel normaler? Also wir müssen uns erstmal Gedanken machen über den Pivotwert, wie wir ihn berechnen. Vielleicht nochmal ganz kurz, gehen wir mal eins weiter, um das nochmal klar zu, bevor wir uns genauer mit dem Pivotwert befassen, dass das nicht unbedingt ein Element sein muss. Das ist ein Gegenbeispiel, also funktioniert genauso. Pivotwert ist jetzt 4, 4 ist nicht drin enthalten und Sie sehen, was die Konsequenz ist, die der Algorithmus nicht vorher weiß. Die Konsequenz ist, dass am Ende diese Liste, die mittlere Liste leer sein wird. Wenn wir alles aufteilen, dann wird am Ende diese Liste und diese Liste alles enthalten. So, wie kann man jetzt geschickt den Pivotwert wählen, so dass die Komplexität, die Laufzeit möglichst gering wird. Naja, überlegen wir uns, warum ist eigentlich Merge Sort so viel besser? Um Klassen besser, nämlich ausgedrückt in der Komplexität n mal log n, was ja dramatisch besser ist als n Quadrat. Ja, der Unterschied zwischen machbar und nicht mehr machbar. Warum ist Merge Sort besser? Weil Merge Sort immer halbe-halbe zerteilt. Dieser Worst Case kommt da ja gar nicht vor, sondern im Gegenteil, es kommt sowas wie ein Best Case vor. Ja, offensichtlich, besser als halbe-halbe immer zerteilen, geht es ja gar nicht bei der Rekursionstiefe. Und auf jeder Ebene weiterhin lineare Komplexität. Alle Aufrufe auf derselben Rekursionsstufe, egal jetzt bei Quicksort oder bei Merge Sort, sind auf disjunkten Teilen der Sequenz. Das heißt, auf jeder Rekursionsstufe wird wieder jedes Element nur einmal betrachtet. Auf jeder Rekursionsstufe haben wir eine Gesamtkomplexität von n. Multipliziert mit der Rekursionstiefe ergibt dies n log n.
Hatten wir schon gesehen. Und da wollen wir dann doch natürlich hin. Man könnte jetzt, das gibt es auch, man könnte jetzt mit Gewalt dahin kommen, indem man das Median-Element sucht, das mittlere Element. Also wir haben hier zweimal die 1, zweimal die 3 und, nein, Entschuldigung, zweimal die 1, dann die 2, zweimal die 3. Brauche ich gar nicht mehr weiter zu gucken. Die 3 ist hier das Median-Element. Genauso viel kleiner wie größer. Ungefähr 50-50 werden die beiden Sequenzen zerlegt. Also jede der beiden Teilsequenzen S1 und S3, die beiden äußeren Teilsequenzen, hat höchstens die Hälfte aller Werte in sich drin. Das wäre ideal, immer den Median zu berechnen. Allerdings, also Sie finden Algorithmen zur Medianberechnung, das geht sogar in linearer Zeit. Also wir bleiben dann bei einem vernünftigen Aufwand. Wir kriegen also auf die Art und Weise Quicksort auf n log n runter, wenn wir in jedem Fall den Medianwert hier hernehmen. Aber lohnt sich nicht unbedingt. Es reicht durchaus einfach ein bisschen mehr drauf zu schauen, wie wir den Pivot-Wert nehmen. Zum Beispiel gibt es so Strategien der Form, wir nehmen uns das erste Element, das fünfte Element, also das letzte Element und das Element da irgendwo in der Mitte oder vielleicht noch ein paar mehr Elemente und nehmen daraus den Durchschnitt und das nehmen wir als Pivot-Wert. Theoretisch nichts drüber zu beweisbar, aber praktisch funktionieren solche einfachen, schnellen Strategien sehr, sehr gut. Was dringend abzuraten ist, ist irgendwie in der Sequenz das erste Element oder das letzte Element oder überhaupt ein Element hier in der Nähe vom Anfang oder am Ende zu nehmen. Warum? Weil es sehr, sehr viele Anwendungen von Sortieralgorithmen gibt, in denen die Liste nicht so beliebig willkürlich zusammengewürfelt ist, wie jetzt in meinen Beispielen, sondern schon weitgehend vorsortiert. Und es geht jetzt dann im Sortieralgorithmus nur noch darum, diese ungefähre Sortierung oder teilweise wenigstens Sortierung, also schon eine gewisse Tendenz, dass die kleineren Elemente tendenziell eher am Anfang, die größeren Elemente tendenziell eher am Ende und die mittleren Elemente tendenziell eher in der Mitte sind, aus dieser Tendenz dann eben eine Sortierung zu machen. Und da ist es natürlich ungeschickt, dass es zwar naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, einfach auf das erste Element zuzugreifen, aber es ist trotzdem ungeschickt, weil sie dann immer sehr schnell nah an den Worst Case rankommen, in so einem Fall, dass die Liste schon mehr oder weniger sortiert sind. Also das passiert sehr, sehr häufig in der Praxis, dass schon eine gewisse Annäherungsweise Sortierung drin ist, mehr oder weniger stark. Man sollte also Pivot-Wert eher versuchen, irgendwie so zusammenzubasteln, wie ich das eben gesagt habe. Man nimmt sich irgendwie hier ein paar Elemente her, verteilt über die Liste und nimmt davon den Durchschnitt oder vielleicht den Median und hat damit eine recht praktische, aus aller Erfahrung nach sehr, sehr schnelle Implementation von Quicksort. Gut, gibt es da an dieser Stelle Fragen, Anmerkungen? Gut, das ist jetzt Quicksort auf beliebigen Sequenzen. Das ist übrigens etwas, was Sie in vielen Lehrbüchern gar nicht finden. Sie finden in vielen Lehrbüchern einfach nur das, was wir uns jetzt betrachten, nämlich Quicksort als ein Algorithmus, der in place in einem Array sortiert. Und da kommen wir zu unserem Pivot-Partitioning, was Sie aus Nabla und dann auch aus dem Video kennen. So, das soll jetzt also keine Sequenz mehr sein von beliebiger Implementation, sondern das soll jetzt einfach ein Array sein. Und wir wollen in diesem Array innen drin, da wollen wir die Elemente umsortieren, sodass am Ende alle Elemente aufsteigend sortiert sind. Da geht es natürlich nicht, wie wir es eben gemacht haben, in drei Sequenzen zerlegen, denn wir haben diese drei Sequenzen nicht. Wir wollen alles in diesem Array erledigen.
Das heißt, wir müssen das so machen, wie Sie es da kennengelernt haben. Wir gucken uns erst einmal an, der Pivotwert war 3. Ne? Wir gucken uns erst einmal an, wie viel, einmal durchgehen, wie viele Elemente haben wir denn, die kleiner als 3 sind. Die 1, die 2, die 1. Die kommen, also von denen wissen wir, 3 Stück müssen hier in den ersten Bereich reinkommen. Also muss der erste Bereich Platz für genau 3 Stück haben. Setzen wir M1, 1 dahinter, dann haben wir das damit abgezirkelt. 3, der Pivotwert kommt 2-mal vor, also setzen wir M2 noch 1 dahinter, haben wir auch den Platz für diese 2 reserviert und da brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr weiter zu gucken, können es aber mal 4, 5, 6, 3 Elemente kommen noch dahin, genau für die ist natürlich hier noch Platz. So, und jetzt gehen wir durch, wir setzen uns 3 Laufindizes und fangen an, schrittweise hier die Elemente immer paarweise zu vertauschen. Das ist übrigens etwas, was Sie meines Wissens in keinem Lehrbuch der Welt sehen. Ich habe das jedenfalls noch nie gesehen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mir den Algorithmus selber ausgedacht. Was Sie typischerweise sehen, ist ein Algorithmus, wo Sie nur 2 solche Marker, I1 und I2, haben, oder links und rechts. Die fangen beide außen an und dann fressen sie sich schrittweise immer weiter nach innen. Und immer wenn es nicht passt, werden die beiden Elemente, auf denen die beiden Marker stehen, vertauscht und dann wird sich weiter reingefressen. Meines Erachtens, also das Problem daran ist, das funktioniert nicht mehr sinnvoll, wenn sie Duplikate zulassen. Das funktioniert nur, wenn alle Elemente des Arrays paarweise verschieden sind. Probieren Sie es aus. Also ich habe zuerst versucht, diesen Standardalgorithmus auf den Fall anzuwenden, zu erweitern, den wir hier haben, dass wir auch Duplikate haben. Das ist so kompliziert geworden, dass ich mir dann gedacht habe, nee, dafür muss es auch was Besseres geben und voilà, gibt es. So, und manche der Tutoren sagen auch, oder ich glaube alle der Tutoren bisher, die darüber gesprochen haben, dass das sogar eigentlich einfacher zu verstehen ist als dieser Algorithmus, den Sie nicht im Lehrbuch finden. Na? Dann kann ja nichts schief gehen. So, die 3 stehen auf den Anfang dieser Sequenz und hier sehen Sie, gibt es jetzt erst einmal einen Fehler. Hier, dieses Element gehört nicht dahin, dieses Element gehört nicht dahin, da tauschen. Und das will ich jetzt nicht weiter durchgehen, dieses Element gehört da nicht hin. Also können wir hier wieder was tauschen. Warten Sie. Dieses Element gehört jetzt dahin, also können wir eins weitergehen. Dieses Element gehört auch hierhin, also können wir hier eins weitergehen. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir was tauschen müssen. Das gehört da nicht hin, das gehört da nicht hin, das gehört da nicht hin. Wir können uns aussuchen, was wir da vertauschen. Und Sie sehen, nicht jedes Mal werden 2 Fehler behoben, sondern manchmal nur ein Fehler. Also manchmal wird auch ein Element irgendwo hingeschoben, wo es auch wieder nicht hingehört, wo es vorher auch nicht hingehörte. Aber in jedem Fall wird jedenfalls ein Fehler repariert. Und so weiter und so fort. Und im Wiki sehen Sie das dann auch nochmal ausgeführt. Warum können wir immer darauf vertrauen, dass wir, solange noch nicht alles repariert ist, dass wir da wirklich was zum Tauschen finden? Naja, die Invariante sagt, alles was links von den 3 im jeweiligen Bereich ist, das ist schon an der richtigen Stelle. Das heißt, der erste Fehler, der auftreten kann in dieser Sequenz, laut Invariante, ist die Stelle, wo I1 steht, genauso hier. Alles links davon in diesem mittleren Bereich ist schon repariert, sagt die Invariante, der wir blindlings als Induktionsvoraussetzung glauben. Und hier kann noch ein Fehler sein und hier kann noch ein Fehler sein. So, jetzt kann der Fall eintreten, so wie hier, dass in allen 3, an allen 3 Stellen ein Fehler ist. Dann haben wir die Wahl irgendwie realisiert. So, und Sie sehen, hier ist weiterhin ein Fehler.
I1 kann nicht weitergehen, hier ist alles repariert, I2 ist 1 weitergegangen und damit haben wir hier einen Home Run. Der mittlere Bereich ist fertig. Das ist die einzige Situation, wo dann einer nicht mehr auf einem Fehler steht, weil er nach Hause gelaufen ist. Aber wenn auch nur einer nicht nach Hause gelaufen ist, sondern noch auf dem Fehler steht, dann kann offensichtlich der andere auch noch nicht nach Hause gelaufen sein, sondern steht auch auf einem Fehler. Denn wenn Sie sich vorstellen, 2 der 3 Teil-Arrays sind korrekt, muss der dritte auch korrekt sein. Geht gar nicht anders. Wenn Sie sich vorstellen, hier sind alle Vorkommen des Pivotwerts drin, hier sind alle Werte größer als der Pivotwert drin, dann müssen, es geht sich gar nicht anders aus, hier alle Werte kleiner Pivotwert drin sein und alles ist korrekt. Also, wenn einer noch auf einem Fehler sitzt, sitzt noch mindestens ein anderer auch auf dem Fehler. Und damit können wir die beiden austauschen und hätten, wenn nur noch die beiden auf Fehler sitzen, natürlich sofort dann 2 Fehler mit einem Schlag behoben. Variante ist in diesem Fall mal ein bisschen weniger trivial als sonst, nämlich Sie können es zum Beispiel so ausdrücken, dass die Summe aus I1, I2, I3 um mindestens 1 steigt. Kann mehr als 1 sein, weil ja immer dann, wenn wir einen Fehler behoben haben, soll der Marker 1 weiter nach rechts gehen. Und das kann an mehreren Stellen passieren, aber mindestens und 1, sodass klar ist, irgendwann muss es erreicht sein, dass I1 bis zum Ende gelaufen ist, I2 bis zum Ende gelaufen ist, I3 bis zum Ende gelaufen ist. Und das sieht man dann hier an dieser Stelle und dann sind wir fertig. Also Variante sagt klipp und klar, wir werden irgendwann zwangsläufig die Abbruchbedingung erreichen. Bitte? Obwohl es eine Wahlschleife ist, keine Vorschleife in dem Fall. Also erstmal nicht von vornherein offensichtlich ist. Ich sollte genauer sagen, in Java kann man natürlich Vorschleifen sehr, sehr allgemein fassen, obwohl es keine Zählschleife ist, sondern eine While-Schleife mit irgendeiner Abbruchbedingung. So. Okay, interessante Frage, ja. Die Frage war, fürs Protokoll, muss nicht jedes Mal der Wert I1 plus I2 plus I3 um 2 gleich hochgehen. Da sehen Sie hier, glaube ich, ein Gegenbeispiel. Hier haben Sie einen Fehler, der gehört dahin, der gehört aber dahin. Wir vertauschen die beiden. Das heißt, diese fehlerhafte 6 wird an diese Stelle vertauscht. Wir haben nur einen Fehler behoben. Ja gut, aber Sie werden nicht, wenn man Fehler tauscht, korrekt. Wir machen ja nichts anderes, als Fehler zu tauschen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass einer der beiden Fehler an die richtige Stelle getauscht wird. Gut. Und Komplexität von dem Ganzen dementsprechend auch linear, denn in jedem Schritt geht ja einer von den Markern 1 voran. In seinem disjunkten Bereich, in den disjunkten Bereichen. Das heißt also, auf jedem Element steht nur einmal hier der Marker drauf, bevor es einen Home Run gibt. So, okay. So, und das alles, was weiter ist. Hier sehen Sie wieder ein Beispiel für das, was man immer bei der Rekursion oder sehr, sehr häufig bei der Rekursion machen muss. Die Rekursion auslagern, wie wir es in Live-Codings-Rekursion gesehen haben, auslagern in eine eigene Methode, in der noch weitere Parameter übergeben werden, nämlich der Anfangsindex und der Endindex innerhalb des Arrays, sodass wir dann angeben können, es soll nur dieser Bereich in sich rekursiv sortiert werden und genauso hier dieser Bereich angegeben wird, Anfangsindex und Endindex, und am Ende haben wir dann alles sortiert. Gut, nur noch ganz kurz dann hier zum Abschluss von Quicksort das Ganze nochmal mit einem Pivotwert, der nicht ein Element im Array ist, Pivotwert 4 wieder, wie eben auch. Und Sie sehen, was die Konsequenz daraus ist.
Wenn der Pivotwert gar nicht vorkommt, heißt es natürlich, dass der Mittelteil leer ist. Das mittlere Segment des Arrays, und das bedeutet, diese beiden Marker stehen auf derselben Stelle. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal so ansehen, dann stehen auch die beiden auf derselben Stelle. Man könnte es natürlich im Algorithmus abfangen, dass wir hier noch den Marker I2 setzen, aber das kann nur vielleicht das Ganze komplizierter, unnötig kompliziert machen, weiß ich nicht. Was einem wichtiger ist, die Laufzeiteinsparung, dass man sich diesen Marker einspart, oder dass man es lieber nicht zu kompliziert mit Fallunterscheidung implementieren will, muss man sehen, wie man es haben will. So, der I2 bleibt natürlich, beziehungsweise so groß ist der Laufzeitaufwand ja auch nicht, weil der I2 natürlich immer nie angesprochen wird, der bleibt immer stehen. Und jetzt wird hier, sehen Sie, werden I2 und I3 vertauscht, wird immer vertauscht, bis I2 und I3 auch heimgelaufen sind. So, so viel zu Quicksort. Wir haben die Komplexität betrachtet, wir haben die Korrektheit betrachtet. Da ist noch eine Wortmeldung. Wie Sie I2-3 wählen, gehen wir vielleicht lieber wieder auf den vorangehenden Foliensatz zurück. So, hier, ja? Wie wählen Sie initial I2 und I3? Ja, da orientieren Sie sich an M1 und M2. I1 beginnt im ersten Teil Array, I2 im zweiten Teil Array, I3 im dritten Teil Array. M1 ist, so habe ich es im Wiki gemacht, der Konvention folge ich hier, ist 1 hinter dem Ende der ersten Teilsequenz, so als Wächter, als Sentinel. M2 entsprechend hinter der zweiten Teilsequenz. Und damit weiß ich sofort, I2 muss ich hier auf M1 setzen, I3 muss ich auf M2 setzen. Ist das... Ja, genau. Das ist, wenn Sie ins Wiki schauen, sehen Sie auch, dass es da einen ersten Schritt gibt, in dem erstmal ausgezählt wird. Wir haben den Pivotwert gewählt, auf irgendeine hoffentlich schlaue Art und Weise, in dem Fall Pivotwert 3. Und dann wird einmal durchgegangen durchs Array und ausgezählt, wie viele, also drei Zähler oder zwei Zähler reichen eigentlich. Wie viele sind kleiner, wie viele vorkommen, wie viele Elemente sind kleiner als der Pivotwert, wie viel Mal kommt der Pivotwert vor, und dementsprechend wird M1 und M2 gesetzt. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Okay, weitere Fragen, Anmerkungen zu Quicksort? Gut, dann kommen wir zum nächsten Sortieralgorithmus. Dieser Algorithmus ist drin in meiner Liste von Sortieralgorithmen, ist auch der letzte. Der ist drin, weil er anders ist. Weil er im Grunde ein anderes algorithmisches Problem löst. Was wir bisher gesehen haben, waren 4 Sortieralgorithmen: Selection Sort, Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort. Was Sie ja auch dann in Nabla sehen. Und was eine Gemeinsamkeit, über die ich am Anfang gesprochen hatte, die hoffentlich jetzt bei Ihnen angekommen ist als eine nicht mehr zu hinterfragende Selbstverständlichkeit, das war die Generizität aller dieser Sortieralgorithmen. Ja? Ich hatte Beispiele mit ganzen Zahlen, gerade eben noch, vor einer Minute. Aber es ist vollkommen wurscht. Ich hätte auch als Beispiele Strings nehmen können mit lexikografischem Vergleich. Sie kennen den lexikografischen Vergleich aus dem ersten Live-Coding. Oder was hatten wir noch als Beispiel? Studierendenstammdaten mit Vergleich der Nachnamen und wenn die gleich sind, dann noch Vergleich der Vornamen. Oder es gibt 1000 Möglichkeiten, wie man sinnvollerweise, also erstmal den Datentyp, den man sortieren will, erstmal definiert und wie man die Sortierreihenfolge in diesem Datentyp definiert, was man dann im Comparator, in der Methode Compare implementiert in Java, sinnvollerweise. Bucket Sort
ist ein Algorithmus, der nicht generisch ist. Das heißt, was ich eben gesagt habe, unhinterfragbare Selbstverständlichkeit ist gar nicht so unhinterfragbar selbstverständlich, sondern es ist oft so, dass man zu besseren Laufzeiten kommen kann, zu besseren Komplexitäten kommen kann, für Spezialfälle eines algorithmischen Problems. Auf der einen Seite ist es wichtig, möglichst generisch zu sein, logisch, ja. Wenn das algorithmische Konzept, was man implementiert, wenn es dem vollkommen egal ist, ob das jetzt ganze Zahlen oder Studierendenstammdaten und so weiter, warum soll man das nicht auch so generisch implementieren? Dann hat man es einmal implementiert und für alle Datentypen und alle sortierenden Reihenfolgen ein für alle Mal implementiert und fertig. Aber wenn Sie jetzt einen konkreten häufigen Anwendungsfall haben, und das ist dieser Anwendungsfall hier, der ist mit Sicherheit sehr, sehr häufig so, dann macht es Sinn, durchaus nach effizienteren Lösungen zu schauen für diesen konkreten Anwendungsfall. Was ist der konkrete Anwendungsfall hier? Strings, Zeichenketten über beliebigem Alphabet. Müssen jetzt nicht die kleinen Buchstaben sein, so wie ich das hier habe. Kann ein beliebiger Zeichensatz sein, Java Unicode oder irgendwas selbstgebasteltes, eine Teilmenge vom Java Unicode oder keine Ahnung was Sie da haben wollen. Können ja auch wieder die Zeichen in einer Zeichenkette können theoretisch auch wieder was beliebig Kompliziertes sein. Ja, wir hatten lexikografische Sortierung von Listen mit irgendwelchen generischen Schlüsselwörtern. Im Grunde ist jede dieser Liste ein solcher String, eine solche Zeichenkette gewesen und die Keys sind die Zeichen da drin. Ja? Auf diese Situation, die wir im ersten Live-Coding hatten und glaube ich auch noch in weiteren, bei Corrected auch, lexikografischer Vergleich von zwei Listen, auf diese Situation, wenn Sie diese Listen dann auch noch sortieren wollen, nach diesem Vergleich, könnten Sie Bucket Sort anwenden, diesen Algorithmus. Also auch hier wieder, die einzelnen Zeichen, was die sind, ob das jetzt Kleinbuchstaben sind, ob das überhaupt ein Zeichensatz im engeren Sinne ist oder irgendwas anderes, ist vollkommen egal. Das kann man generisch halten. Was man aber hier nicht generisch halten kann, ist die Vergleichslogik. Die Vergleichslogik ist lexikografisch, was sich natürlich am besten an Zeichensätzen wie diesen hier darstellen lässt. So, wie geht der Algorithmus vor? Zunächst machen wir einen ersten initialen Schritt. Wir teilen die einzelnen Strings, die wir sortieren wollen, nach ihrer Länge einfach ein. Ja? In einem Array, was für jede mögliche Länge eine Komponente hat. Hier sind alle der Länge 3 drin, alle der Länge 4, alle der Länge 5. So, damit beginnt das Ganze. Das ist in der Initialisierungsphase, bevor die Hauptschleife beginnt. Was machen wir jetzt? Jetzt fangen wir an, hier durch dieses Array A von hinten nach vorne zu gehen. Im ersten Durchlauf durch die Hauptschleife werden nur die längsten Wörter betrachtet. Im zweiten Durchlauf kommen die zweitlängsten Wörter mit zusätzlich ins Spiel. Im dritten Durchlauf die drittlängsten Wörter mit zusätzlich ins Spiel. Und das würde so weitergehen, wenn das Beispiel entsprechend umfangreicher wäre. So, was passiert jetzt? Sie sehen hier, in dem Alphabet packe ich Chrome. Das sind die Buckets, die dem Bucket Sort den Namen geben. Die Körbchen, in die ich meine zu sortierenden Strings hineinpacke. Und wonach packe ich die hinein? Nach dem letzten, komischerweise. Nach dem letzten Element. Nicht nach dem ersten, wie man vielleicht erwarten würde, sondern nach dem letzten. Werden wir gleich sehen, im zweiten Durchlauf, welchen Sinn das hat.
Also, wir packen Chrom in das Körbchen M. Was heißt das? Naja, jedes Körbchen ist, wenn Sie so eine Linked List beispielsweise von solchen Zeichenketten als Schlüsselwerttyp. So, damit ist es im Wesentlichen auch schon fertig. Wir haben hier nur dieses eine Element von dieser Länge. Das hier ist unsere Ausgabesequenz, wo am Ende das Ergebnis drin sein wird. Das heißt also sämtliche Strings in der korrekten lexikografischen Reihenfolge. Bisher ist nur Chrom im Spiel, also ist bis jetzt nach der ersten Durchlauf hier nur Chrom in dieser Ausgabesequenz drin. Aber es geht ja noch weiter. So, jetzt nehmen wir die nächsten Elemente. Jetzt sind wir im zweiten Durchlauf. Jetzt nehmen wir die nächsten Elemente, die eins kürzer sind. Und die packen wir nach derselben Logik wieder hin, nach dem letzten, also Ball bei L und Ofen bei N. Und noch im zweiten Durchlauf, nachdem wir die neu ins Spiel gebrachten hier verteilt haben auf die Körbchen, packen wir auch noch Chrom wieder in ein Körbchen hinein. In welches? Vorletztes. Vorletzter Buchstabe. Und jetzt sehen Sie das Bildungsprinzip. Beim ersten Durchlauf, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, beim ersten Durchlauf haben wir es nach dem 5, nach dem Zeichen an der fünften Position alles in Körbchen gepackt. Nach dem dritten Durchlauf, Entschuldigung, nach dem zweiten Durchlauf haben wir es nach der vierten Position in Körbchen gepackt. Und Sie sehen Folgendes daran. Wenn Sie sich nur das vierte und das fünfte Zeichen ansehen, also die ersten drei Zeichen mal für einen Moment vergessen, das L, das N und das OM, dann sind die drei schon lexikografisch in der richtigen Reihenfolge. L ist lexikografisch vor N, ist lexikografisch vor OM. Und wenn wir jetzt von A bis Z durchgehend die drei schon hier in die Ausgabesequenz mal hineinpacken, dann sind die nach diesem vierten und fünften Position korrekt lexikografisch sortiert, wenn Sie also die ersten drei Zeichen jeweils rausschmeißen würden. Und das ist die Invariante. Nach der ersten Iteration sind alle Strings im Spiel, die maximale Länge haben, und nach diesem letzten Position sind sie lexikografisch korrekt sortiert in dieser Ergebnissequenz erstrich. Nach der zweiten Iteration sind alle Strings im Spiel, die maximale Länge haben oder maximale Länge minus 1, und sie sind genau nach diesen beiden Zeichen lexikografisch sortiert. Und das lässt sich natürlich einfach erweitern. Nach i-Iterationen sind alle im Spiel, jetzt muss man gucken, oft bei One Error, dass man das nicht falsch macht, alle im Spiel, wenn n die maximale Länge ist eines Strings, also n minus i plus 1 muss es dann sein. Dann sind alle Strings im Spiel, die mindestens n minus i plus 1 Elemente haben. Und genau nach den Elementen ab dieser Position sind sie alle schon lexikografisch sortiert. Das heißt, die lexikografische Sortierung frisst sich von hinten nach vorne durch. Und das können wir jetzt einfach weitermachen. Jetzt sind die im Spiel. Hier sehen Sie, hier ist es eine beliebige Reihenfolge, oft und rot. Ja? Sie sind beide einfach in dem Körbchen drin, für T, weil wir jetzt beim dritten Zeichen sind. Also N vor S vor T ist schon lexikografisch sortiert. Jetzt kommen die noch dazu, die wir da eben schon drin hatten. EN vor Doppel-L vor N vor ROM vor S vor T. Sie sind ab dem dritten Zeichen lexikografisch schon sortiert. Warum ist das wichtig, dass ich zuerst die neuen reinschmeiße in die Buckets und dann hinterher die alten? Also hier sind sie,
wenn ich sie dann in der Reihenfolge, in der sie drin sind, jeweils hier die Listen zusammensammle. Ich könnte natürlich theoretisch auch zuerst die schon im Spiel drin sind, in die Buckets reinschmeißen und dann hinterher die neuen reinschmeißen. Aber hier könnte ja eins von denen, die schon im Spiel sind, ist jetzt in dem Beispiel nicht drin, könnte ein Präfix sein von einem, der jetzt neu hineinkommt. Und dann ist es wichtig, auf die Reihenfolge zu achten, denn das Präfix kommt ja vor dem längeren String. Das heißt, wenn wir immer hinten an die Listen, die hier in jedem Bucket drin sind, anhängen, die Strings, und dann diese Listen konkatenieren, um wieder die Gesamtliste zu haben, dann müssen wir zuerst die neuen reinschmeißen und dann hinterher die alten, damit Präfixe vor ihren entsprechenden Gegenstücken drin sind. Das ist der einzige Grund. Sonst wäre es egal, in welcher Reihenfolge wir es machen. So, das ist der gesamte Algorithmus an einem Beispiel durchexerziert, gleich mit Korrektheitsbeweis durch Invariante. Also Variante ist natürlich klar. Wir fangen an beim letzten Element, das überhaupt nur in irgendwelchen Strings vorkommt, und beenden das Ganze, wenn das erste Element erreicht ist. Und achso, hier geht es ja dann weiter. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Es gibt keine neuen Elemente im Spiel. Wir schmeißen aber die wieder rein. Und hier ist es jetzt wichtig, dafür zu sorgen, dass die Reihenfolge erhalten bleibt. Dass, wenn LL vor S war, dass dann jetzt auch die richtige Reihenfolge ALL vor AS ist. Und wenn EN vor T war, dass jetzt FEN auch vor T ist. Das heißt, beim Hin- und Herkopieren muss die Reihenfolge erhalten bleiben. Einfach indem wir sie in der richtigen Reihenfolge jeweils kopieren. So, jetzt haben wir alle im Spiel. Es kommen wieder keine neuen. Und jetzt verteilen wir sie ein letztes Mal nach dem ersten Buchstaben. Balf B, Chrom C, das D und so weiter und so fort. Und Sie sehen schon, die Situation, die wir typischerweise haben, die Invariante geht am Ende, wenn die Abbruchbedingung erreicht ist, in die Aussage über, dass das Ergebnis schlicht und einfach korrekt ist. Wenn irgendwo mittendrin die Invariante sagt, ab dem und dem Zeichen, ab der und der Position sind die Strings, die im Spiel sind, alle lexikografisch sortiert, dann heißt das, wenn wir am Anfang angekommen sind, also am Ende der Schleife, es sind alle im Spiel und sie sind alle ab der ersten Position lexikografisch sortiert, genau das, was wir haben wollen. So, Korrektheit haben wir damit auch abgehandelt. Hier auf der Tonspur fehlt nur noch die Komplexität. Ich habe ja eingangs gesagt, wir gucken uns Bucketsort an, weil wir für diesen Spezialfall lexikografische Sortierung von Strings über irgendeinem Alphabet, weil wir für diesen Spezialfall ja uns eine bessere Komplexität erhoffen als dieses n-log-n, was wir mit Merge Sort und Co. erreichen. Übrigens, man kann mathematisch beweisen, dass es nicht besser geht. Dass es keinen generischen Sortieralgorithmus geben kann, der besser als n log n ist. Im Worst Case, man kann sogar beweisen im Durchschnittsfall, wenn alle Eingabesequenzen gleich wahrscheinlich sind. Aber das führt hier darüber hinaus. Also das brauchen wir uns hier nicht anzuschauen. So, was ist mit der Komplexität? Naja, wir machen mit jedem String doch eine ganze Menge, ne? Hier, wenn wir uns mal Chrom ansehen, hier in der ersten Iteration wird Chrom dahin gepackt, dann in der zweiten Iteration dahin gepackt und wieder zurückgepackt. Chrom wird dahin gepackt, wieder zurückgepackt, dahin gepackt, wieder zurückgepackt, dahin gepackt, wieder zurückgepackt. Also mit Chrom passiert eine ganze Menge. Weil es 5 Zeichen hat, wird es 5-mal angefasst. Und das ist genau die Komplexität, die dominierende Komplexität. Sie haben noch eine Frage? Bitte? Entschuldigung? Sie wollen einen Vorschlag für die Komplexität machen, gerne. N.
Okay, guter Vorschlag. Der Vorschlag ist, Anzahl der Strings multipliziert die maximale Länge der Strings. Ja? O von dieser Größe ist der Worst Case, sicherlich. Wobei es eigentlich nicht nur der Worst Case ist, sondern auch der Best Case, weil wir machen ja eigentlich immer. Ne, warten Sie mal, was Worst Case? Falsch gesagt. Es ist natürlich nur der Worst Case. Wenn wir jetzt diese beiden Parameter festhalten, die Anzahl der Strings und die Maximallänge eines Strings, was wäre dann der Best Case bei diesen beiden festgehaltenen Parametern? Bitte? Okay, also einen String mit dieser Maximallänge, die wir als Parameter festgehalten haben, und alle anderen Strings haben Länge beispielsweise 1. Das ist offensichtlich der Best Case. So, oder sehr kurze Längen, also konstante Längen. Es würde natürlich auch letztendlich der Best Case sein, wenn alle Länge 2 hätten, komplexitätstheoretisch gesehen, der Best Case. Ja, damit hätten wir, denke ich, eine valide, danke für den Vorschlag, eine valide Analyse, Komplexitätsanalyse gemacht. Es geht aber noch besser, und das ist sicherlich auch etwas Wichtiges, was man in diesem Beispiel lernen kann, wenn man zu einem anderen Parameter übergeht, der vielleicht nicht so offensichtlich, nicht so naheliegend ist, wie die Anzahl der Strings und die Anzahl, die Maximalzahl der Elemente, die man in irgendeinem String hat, die Maximallänge eines Strings. Nämlich, als Parameter kann man hernehmen, die Summe aller Stringlängen. Ja, Sie nehmen sich alle Strings her und summieren deren Länge einfach auf. Dann haben wir diesen Best Case, dann die Situation, Sie haben eine Stringlänge, die Sie aufsummieren müssen, die eben groß ist, und bei den anderen summieren Sie immer 1 auf. Was ist in dem Parameter die Komplexität? In dem Parameter ist die Komplexität linear. Denn Sie fassen jeden einzelnen Zeichen in jedem einzelnen String praktisch einmal an, und das, wenn Sie, können Sie sich angucken, das dominiert die Gesamtkomplexität. Alles andere, was noch passiert in dem Algorithmus, wird von dieser Komplexität dominiert. Das heißt, die Komplexität ist in diesem Parameter linear. Und das ist auch ein Theta, nicht nur ein O von, und zwar sowohl Worst Case als auch Best Case. Denn egal wie die Zeichenketten aussehen, sie machen immer mehr oder weniger dasselbe. Es geht sich immer auf diese lineare Anzahl aus. So. Das können Sie alles auch im Wiki nachlesen, beziehungsweise auf der Tonspur von dem Kurzvideo zum Bucket Sort nachhören. Warum ist das jetzt besser als beispielsweise Merge Sort mit seinem n log n im Worst Case? Weil n log n für Merge Sort eigentlich noch nicht die ganze Wahrheit ist. Denn was wir hier unterschlagen hatten, zunächst einmal, wo ich jetzt darauf zu sprechen kommen muss, ist die Komplexität des Compare, des Vergleichsoperators. In den Beispielen, die wir in den Folien setzen hätten, so Merge Sort, Quick Sort, Selection Sort, Bubble Sort, Blast Sort, nee, wir haben keinen Blast Sort. Da waren es immer ganze Zahlen, ja. Da ist natürlich die Komplexität des Vergleichs konstant, ändert nichts am n log n Gesamtkomplexität. Aber hier ist das nicht der Fall. Hier bedeutet die Komplexität einen lexikografischen Vergleich, der im schlimmsten Fall bedeutet, ja, der schlimmste Fall ist, näherungsweise gesprochen, dass sämtliche Strings erst einmal über Milliarden Zeichen hinweg identisch sind, sodass jeder lexikografische Vergleich immer beide Strings durchgehen muss zum Vergleichen, bis irgendwo mal ganz hinten ein Unterschied vielleicht ist oder vielleicht auch gar kein Unterschied ist, wenn sie Duplikate sind. Das heißt also, wir haben n log n, Anzahl der Strings, mal Logarithmus von Anzahl der Strings,
Und dann muss noch die Komplexität draufkommen, wie für so einen Vergleich. Und das wird dann, wenn Sie das mal zusammenrechnen, im Worst Case und Average Case, dann ist mindestens erstmal dieser logarithmische Faktor noch oben drauf, den Sie bei Bucket Sort nicht haben. Sodass Sie hier also tatsächlich mit Bucket Sort was Schnelleres hinkriegen, was auch in der Praxis durchaus nach aller Erfahrung schneller ist als die generischen Sortierverfahren. Also wichtigste Botschaft hier von Bucket Sort an Sie ist, es macht auf der einen Seite Sinn, wie wir das vorher gesehen haben, möglichst generische Algorithmen zu entwickeln. Auf der anderen Seite macht es aber auch Sinn, für wichtige Spezialfälle auch angepasste, schnellere Algorithmen zu entwickeln. Gut, gibt es an dieser Stelle Fragen, Anmerkungen zu Bucket Sort noch oder überhaupt zum Sortieren? Gut, dann möchte ich in der letzten Zeit, also an dieser Stelle, das Sortieren beenden. Ach so, ich habe es nicht immer gesehen. Hat eigentlich einer von den beiden Beamer in der Zwischenzeit mal geflackert? Das gibt's. Das war jetzt der Beweis. Irgendjemand manipuliert hier, oder? War auch schon. Okay, gut, dann bin ich ja beruhigt. Das heißt, ich bin nicht beruhigt, weil das wäre ja dann eine gute Erklärung, dass ich garantiert unschuldig bin, wenn hier einer rummanipuliert. So. Ich hatte Sie auch gebeten, sich binäre Suchbäume nochmal anzuschauen. Das Beispiel, das hatten wir schon, binäre Suchbäume. Ganz zu Anfang hatten wir mit Live-Codings binären Suchbäumen schon rumgespielt und ich hatte Ihnen auch per Folien und per Java finden und einfügen in einem binären Suchbaum präsentiert. Das sind die beiden einfachen Operationen, die wir damals diskutiert hatten. Finden ist einfach, Sie erinnern sich, runtergehen an die Stelle, wo es nach Suchbaumeigenschaft sein müsste und dann feststellen, ist das Element, was wir suchen, dort oder ist es nicht dort? Und im ersten Fall wird True ausgegeben, im zweiten Fall False. So, einfügen heißt, genau an die Stelle hingehen, wo es eigentlich sein müsste, aber wo es dann nicht mehr weitergeht, wo null ist, und dort, wo null ist, können wir natürlich einfügen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Finden ändert nichts an der Struktur und einfügen erweitert nur die Struktur an einer Stelle, an der man die Struktur tatsächlich erweitern kann, weil da vorher null dran stand. Löschen ist eine kompliziertere Sache, denn wenn wir einfach ein Element rauslöschen, je nachdem welches, kann es uns passieren, dass wir die Struktur kaputt machen. Das wollen wir nicht. Wir betrachten uns jetzt erstmal den einfachsten Fall. Wir wollen ein Blatt löschen. Ein Element, was keine Nachfolge hat. Zum Beispiel die 7. Wir gehen also, wie Sie es wissen, runter, bis wir eins vorher sind. Ja, Sie erinnern sich auch bei Listen. Wenn Sie an irgendeiner Stelle was manipulieren wollen, was einfügen oder löschen wollen, dann müssen Sie eins vorher stoppen, weil Sie ja von da aus dann runterschauen an die Stelle, also diese Verweise umbiegen müssen. So, wir stoppen also an der Stelle, wo wir sagen, okay, wenn die 7 drin ist, die wir löschen wollen, dann ist sie nach links runter. Gucken wir nach links runter, ohne runter zu gehen. Aha, da ist die 7, also löschen wir. Wie löschen wir die 7? In Java ist das ganz einfach, indem wir diesen Left-Verweis von diesem Knoten auf Null setzen. Weg ist die 7 aus dem Knoten, aus dem Baum. Und wird irgendwann vom Garbage Collector aufgesammelt. Das ist einfach, ein Blatt zu löschen. Weg ist es. Jetzt der mittlere Fall. Es gibt einen einfachen Fall, den haben wir eben gesehen. Jetzt kommt der mittlere Fall und dann kommt der komplizierte Fall. Der mittlere Fall ist der, dass das Element, was wir löschen wollen, einen Nachfolger hat. Ein Nachfolger, damit meine ich, einer von den beiden Verweisen ist null und an dem anderen hängt in diesem Beispiel nur ein Blatt dran, aber da können jetzt beliebig viel noch dran hängen. Kann auch ein Baum mit Millionen Knoten dranhängen. Die 66 hier steht nur stellvertretend für einen beliebig großen Baum, der hier noch dranhängen kann.
So, wie gehen wir jetzt hier vor? Zunächst einmal wieder bleiben wir hier stehen. Eins davor. Wie können wir die 54 löschen? Wenn Sie sich diese lokale Situation ansehen mit diesen drei Knoten, ja, egal was da drüber ist und egal was unter der 66 noch kommt, das ist identisch zu dem, was Sie schon gesehen haben mit Listen. Ja, hier lokal, was diese drei Knoten angeht, haben wir keinen Baum, sondern eine Liste. Und wie wir in einer Liste einen Knoten löschen können, wissen wir. Einfach überspringen. Ja, Sie sehen, die Teile fügen sich so langsam zusammen. Habe ich jetzt so umgezeichnet? Also der Grüne hier wird nach hier unten umgelenkt und ich habe es jetzt so gezeichnet, dass er dann hier oben dran hängt. So, also ich habe jetzt gesagt, das war der mittlere Fall, eigentlich auch noch ein einfacher Fall. Jetzt kommt der komplizierte Fall. Und jetzt wollen wir zum Beispiel... Nee, halt, es ist nochmal der einfache Fall, ein zweites Beispiel. Die 11 zu löschen, wir bleiben davor stehen und wieder dasselbe, lokal ist das eine Liste, also müssen wir die 11 überspringen und das machen wir hiermit. Gut, jetzt kommen wir aber zum komplizierten Fall. Da muss ich an Ihr Abstraktionsvermögen appellieren. Hier, das ist nur ein Teilbaum. Da hängt noch eine ganze Menge irgendwie oben drüber und links noch dran. Ja, also wir sind da mittendrin irgendwo. Wir wollen die 43 löschen. Und, wie wir gesehen haben, wir bleiben natürlich eins vorher stehen. Wir gehen mit unserem Laufpointer nicht auf die 43, die wir löschen wollen, sondern bleiben eins darüber stehen. Jetzt können wir aber die 43 nicht löschen. Denn wenn Sie vornehmen, wir können sie nicht ein... Was soll das heißen, die da einfach rauszuschmeißen? Ja, wenn wir die rausschmeißen, dann bleiben hier zwei Bruchstücke übrig, die wir nicht mehr zusammenkleben. Also ich wüsste jetzt nicht so ohne weiteres, wie man die zusammenkleben kann. Man kann sich überlegen, wie man das macht, dass man diese Bruchstücke doch wieder zusammenkleben kann, indem man das eine Bruchstück ans andere irgendwo ranhängt. Aber es geht eleganter. Nämlich, die Idee ist, hier doch jetzt eins weiterzugehen auf die 43, weil wir diesen Knoten gar nicht löschen werden. Wir werden ihn nicht aus der Struktur rausnehmen, sondern wir setzen einen weiteren Laufindex, um einen anderen Knoten zu finden, nämlich den da unten. Wir gehen jetzt eins nach links und dann immer weiter, ups, jetzt habe ich zu viel verraten, und dann geht es immer weiter nach rechts. Einmal nach links, immer weiter nach rechts. Es ging auch umgekehrt, einmal nach rechts, immer weiter nach links, muss man sich entscheiden. Ist egal, wie rum. Einmal nach links, immer weiter nach rechts. Und bleibt eins vorher stehen, weil wir den hier löschen wollen, diesen Knoten, statt dem Knoten, den wir eigentlich löschen wollen. Was steht denn hier? Das ist der unmittelbare Vorgänger von der 43, der hier unten steht. Das heißt also, wenn wir jetzt die 43 hier hinsetzen, überschreiben durch die 39, so, und stattdessen hier die 39 löschen, dann haben wir nicht nur die Struktur erhalten, wir haben wieder ein Blatt gelöscht, das war ja kein Problem, und wir haben die Suchbaumeigenschaft erhalten. Ja? Alles, was hier drin ist, da ist die 39 der größte Wert, der hier drin vorkommt. Und wenn wir jetzt die 39 nach da oben packen, dann ist die Eigenschaft erhalten, dass alles, was links ist, kleiner gleich der 39 ist und alles, was rechts ist, sowieso größer gleich der 39. Ups. Denn die 39 war ja hier unmittelbarer Vorgänger. Das heißt also, kleiner gleich der 43 und alles, was hier ist, ist größer gleich der 43, passt, ist größer gleich natürlich dann auch der 39. Und so kann man das zum Beispiel auch so sehen, einmal nach links, so weit wie möglich nach rechts. Das ist der etwas kompliziertere Fall, dass hier noch was dranhängt. Hier hängt rechts nichts dran, weil wir ja so weit wie möglich nach rechts runtergegangen sind. Wenn hier noch rechts was dranhängen würde, dann würden wir noch eins weiter runtergehen oder noch mehr weiter runtergehen.
Wir bleiben hier stehen, weil es hier nicht mehr weiter nach rechts geht. Wir können jetzt nicht einfach diesen Knoten löschen, weil es ja kein Blatt ist, aber wir haben schon gesehen, wie wir diesen Knoten loswerden können, indem wir ihn überspringen. So. Werden wir uns noch mal beim nächsten Mal kurz anschauen, warum das jetzt tatsächlich immer korrekt sein muss, wie ich Ihnen das jetzt hier verkauft habe. Und danach machen wir dann weiter mit der vorgegebenen, mit dem, was ich Ihnen in dem Thread, im Forum-Thread immer schreibe, was Sie sich nach Möglichkeit bis zum nächsten Mal anschauen sollten. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Hast du noch eine Frage? Theoretisch war die Frage, könnte man den einfachsten und mittleren Fall gleich implementieren? Ja, nur dann muss am Ende noch, ja, Sie haben recht. Ja, okay, bitte noch mal ganz kurz um Ruhe. Sie haben voll und ganz recht. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Wenn Sie jetzt die 7 löschen wollen, dann könnten Sie einfach hier den Nachfolger der 7 hier hineinspeichern. Der ist in dem Fall null und es passt. Das heißt, der erste und der mittlere Fall, den brauchen Sie nicht als Fallunterscheidung implementieren, weil sich automatisch ergibt, in dem Fall hier wird null geliefert. Gut, in dem Fall wird null geliefert und in einem anderen Fall, wo Sie einen mittleren, mittleren überbrücken wollen, dann eben was anderes. Ja, Sie haben voll und ganz recht. Vielen Dank für den Hinweis. Gut, gibt es noch irgendwas hier anzumerken dazu? Ansonsten komme ich zu dem, was ich eben sagen wollte, nämlich, dass ich Ihnen dann noch eine schöne Restwoche wünsche mit viel AOD und sonstigen sonnigen Aspekten.